Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vieh und Forst 2 auf der Gamsberg. Ja, wir sind bereits in Folge 76, wenn ich mich nicht täuscht. Und ja, wie mich hier gerade oben auf dem Berg stehen sieht, bin ich gerade wieder frisch eingestiegen in die ganze Geschichte. Muss erst mal gucken, wo meine ganzen Jungs geblieben sind. Ja, hier waren wir dabei, zurückzufahren auf jeden Fall. Deswegen machen wir den gleich mal eine Runde an und fahren ihn zurück. Und hier werden wir dann auch wohl ein Vorgewende mit dem Grubber machen müssen. Er hat jetzt noch einen Rest Wolle drin, aber das ist dann halt Zuschlag bei der nächsten Ernte sozusagen. So. Ne, bevor wir ihn wegstellen, werden wir ihn natürlich auch gleich mal reparieren, damit wir bei der nächsten Aktion hier ihn ganz wieder frisch dabei haben. Muss hier ein bisschen gucken, weil wir hier ein bisschen die Schräge haben. Ja, sauber dran vorbeigekommen. Warum jetzt hier noch ein Ballen liegt, weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen. Ich werde ihn natürlich auch mal, weil er natürlich ein bisschen aussieht wie, ne? Da sage ich lieber nichts zu, schmutzig halt. Werden wir mal eine Runde sauber machen, würde ich sagen. Ja, das sieht schon eine ganze Ecke besser aus. Dann werde ich den Ballen mit ihm jetzt mal nach hinten schubsen. Ich hoffe, dass das geht. Ja, halbwegs. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, warum ich so Blödsinn hier mache. Das ist eigentlich ganz simpel erklärt. Ich möchte gerne auf den Zaun festhängen. Nein. Ich möchte natürlich auch an die Reparaturstelle ran können, weil da lag der Ball nämlich drauf. Das hilft dann nicht, wenn man reparieren will. So, und hier auch reparieren. Geld bezahlen, ja. So, und jetzt parken wir ihn ein. So sieht das aus. Irgendwie kurve ich heute ziemlich weit rum. Ja, jetzt wird natürlich der Spruch kommen, du kurvst immer weit rum. Ist ja auch nicht ganz falsch. So, okay, wir gucken weiter. So, haben wir mit ihm hier noch irgendwas einzusammeln? Da vorne liegt irgendwie noch was auf der anderen Seite, würde ich sagen. Und wir haben auch noch einen liegen drüben auf dem Hof. Und hier, ne, hier liegen sogar noch zwei. Das heißt also, wir können auf jeden Fall auch noch gut Wolle verkaufen. Das ist schon mal sehr gut. Da haben wir Nummer 1. Den Bart müssen wir drauf haben. Nummer 2. Hier hinten sehe ich jetzt keinen mehr. So, dann haben wir jetzt B für Transportstellung. Das macht Sinn. Ja, den vierten kriege ich ja nicht mitgenommen. Das heißt, wir haben einen noch auf jeden Fall hier oben liegen. Aber ich sehe hier sonst auf dem Feld erstmal keinen mehr. Das ist gut. Also, ich bleibe mal hier ganz kurz stehen. Ich will natürlich jetzt einmal kurz durchschalten, ob ich noch irgendwo was Akutes stehen oder liegen habe. Ne. Okay. Dann machen wir erst den Wollspaß hier zu Ende. Weil wir haben ja auf jeden Fall noch den Kollegen stehen, der. Den Kollegen Treibstofftank ja noch stehen, um die neue Anlage zu befüllen. Die haben wir auch noch gekauft beim letzten Mal, wenn ich mich täusche. Den müsste eigentlich beim Shop stehen. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir eine Runde die Kohle reinholen und wir den anderen Ballen müssen wir theoretisch auch noch verkaufen.
dadurch, dass wir jetzt ja die Sache auf einfach stehen haben. Ja, ich bremse unseren hier mal kurz aus. Mal kurz den aktuellen Preis hier eben anschauen. Ja, dann vorbei. 3.814. Ne? Das heißt also, der Ballen, der da oben noch liegt, sind 38.000, die da in die Kasse fließen. Also, den sollten wir auch schon, ne? Dafür lohnt es sich auch, das hin und her fahren für 38.000. Weil wir uns dann ja auch noch um Schafe bemühen wollten und unsere Tiere insgesamt noch ein bisschen aufzuforsten. Den Holzhacker wollten wir noch eine Runde betanken und dann auch mal testen, wie viel der dann verhackstückelt im wahrsten Sinne des Wortes pro Stunde oder was für Quoten der hat. Und wir müssen mal gucken, wie sich dann der Preis noch entwickeln kann von den Hackschnitzeln. Der war ja jetzt auf jeden Fall, oh Gott, guck ich da doch mal, der war ja auf jeden Fall im verkaufsfähigen und siehst ja 242. Das ist klar. Ja, knapp 80 mehr, wie die der Brennstoff als Ersatz kosten würde, wenn wir den mit Heu ersetzen. Deswegen gar kein schlechter Gedanke. Sind wir schon drauf gekommen. So, ich mache jetzt wieder mal unsere Rundumgeschichte an hier. Sind ja nicht das schmalste Vehikel. Kurven, da kommt ein LKW entgegen. Das wäre nicht gut ausgegangen. Sehe ich gerade keinen kommen. Die Gelegenheit will ich dann mal nutzen. So, das sollte eigentlich der relativ direkte. Ah nein, ist er natürlich nicht. Ich bin schon wieder falsch gefahren. Ah ja, okay. Warum steht der eigentlich da? Ach ja, der steht da, weil wir umgekippt waren mit dem LKW, ne? So war es auch, stimmt. Mit dem kann ich den Treibstofftank noch holen. Der kann hier nämlich schon stumpf den gleichen Weg fahren wie er hier jetzt. So. Mal mutig und haltend drauf vor der Kurve. Hatten auch irgendwie Glück, dass keiner gekommen ist. Ja, das war jetzt leider erst wieder ein kleiner Umweg, den ich hier fahre. Wollte ich eigentlich nicht so unbedingt, aber die ganzen Straßen, die in die untere Hälfte der Karte führen, bringen mich manchmal durcheinander hier. Ja, kurz vorm. Oh, ich habe den glaube ich zum Bremsen gebracht. Das war auf jeden Fall nicht freundlich. So, hier ist jetzt die Einfahrt. Hier ist die Verkaufsfläche. Und das ist der Ablademodus. So, wenn er jetzt ein bisschen schräg gefahren ist, dann machen wir jetzt nochmal abladen und weg ist der ganze Spaß. Ja, 114.000 haben wir damit gemacht. Das ist schon mal mehr als ordentlich, würde ich sagen. Damit haben wir auf jeden Fall 394, also fast 400.000 auf der Tasche. Wie gesagt, da werden jetzt schon mal noch mindestens noch mal 38 dazukommen. Das heißt, der Preis schmiert natürlich jetzt gerade ganz derbe ab. Durch den anderen Ballen, den wir oben noch haben. Ne? So, seht ihr, da steht unser Tankwagen.
Da vorne ist nämlich auch die Tankstelle, um ihn dann voll zu machen. Ja, das können wir dann mit dem MB-Truck erledigen. Und da mal gucken, ob wir da eine Runde Holz reinbringen. In die ganze Aktion da. Ja, sieht man mal ein bisschen was von der Karte. Ne? Ist ja schon durchaus gelungen. Ich hatte mir auch noch eine andere schöne Karte angeguckt. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. War irgendwas mit Produktionen auf jeden Fall auch, vom Namen her auch. Aber war eine französische Karte. Hätte mich durchaus interessiert, aber leider auch viele Sachen auf der Karte. Also Ortsnamen und sowas im Französisch, das interessiert mich nicht. Ne? Das gehört da halt dann hin, wenn das da halt spielen soll, das Ganze. Aber ich sag mal zum Beispiel der Shop, ne? Da stand Landmaschinen groß dran. Ne? Hat dann auch nicht wirklich was Französisches, wenn da Landmaschine auf Deutsch draufsteht. Aber leider waren, ich sage ja auch nicht, dass denn die Früchte oder sowas auf Deutsch müssten. Nee, nee, aber wenigstens auf Englisch, ne? Auf Französisch, schwierig. Wenn ich eine Karte auf internationalen Modding-Seiten anbiete, sollte ich das Ganze wenigstens in der Sprache des Herstellers machen oder in Englisch. So sehe ich das wenigstens. Oder wenigstens eine Übersetzung anbieten, die man einfügen kann. Wäre auch schon okay. Würde ich auch nicht machen. So. Da sieht man erst, was für ein Umweg wir gerade gefahren waren. Nur weil wir einmal zu früh abgebogen waren, ne? Teufel auch. Vielleicht sollte ich ab und zu doch die Minimap wieder anmachen. So, ja, wir wollen natürlich den Kram möglichst hier alles fertig kriegen und ja, das Vorgewinde muss ich natürlich jetzt gleich erstmal fahren. Die Versorgung des Hackschnitzels, das ist noch gar nicht so wichtig, sondern wir müssen sehen, dass wir den können wir nämlich dann auch fertig machen und auffüllen und auch eine Runde Holz dafür machen, wenn oben der Helfer alleine fährt, ne? Das ist der Punkt. So. Ich werde ihn auf jeden Fall hier schon mal den letzten Ballen laden lassen, auf jeden Fall. Ja, das ist der letzte Hügel, wo er sich mal ein bisschen quälen muss. Alle anderen Stufen hier gehen einigermaßen. Nur das Ding ist so ein bisschen, ja, ne? Da geht er nicht so schnell ran, sagen wir es mal so. So, hier werde ich jetzt auf die Wiese abzweigen. Hier vorsichtig zwischendurch. So. Ja, falls wir da noch einen Ballen sehen, also ich werde natürlich ihn jetzt oben den Ballen laden lassen schon mal, aber ich werde jetzt nicht gleich wieder runterfahren, sondern ich werde einmal ein Vorgewende fahren und dabei kann man natürlich überprüfen, ob noch irgendwo Ballen liegen geblieben sind. Das ist dann die einfachste Methode dabei, ne? So, wir werden jetzt hier auf dem Platz nämlich mal eine schöne Runde drehen. So. Werden unseren Arm rausholen. Da ist er schon. So. Dann lädt er das gute Stück. So. Transporthaltung. Rundumleuchte kann schon mal wieder aus. So, wir haben wir noch vorne das schöne Gewicht dran. Deswegen fahren wir nämlich jetzt hier an den Grubber ran. So sieht das aus. So, ich gucke noch mal ganz kurz. Die Sämaschine war ja nicht gleichzeitig grubbernd. Nicht, dass ich hier wie ein Fauxpas erlaube. Ne, ihr seht selber, ne, hier steht leider nicht, ja.
Also wir müssen. Die gute Amazone muss wieder ran hier. Da können wir jetzt nichts. Das war natürlich jetzt ein bisschen sehr eng gestellt von mir. Gucken, ob das reicht. Oh, kommt hier raus. Ja. So. Reparieren. Ja. Und die ist voll. Die ist voll in Ordnung. Das ist doch super. So, hier vorne geht's jetzt los. Falten das gute Stück schon mal auseinander. Und dann geht's auch schon los. Ne, 17 km/h liefert dann schon ein ordentliches Vorgewende, möchte ich mal so behaupten. Da sind wir doch in einer guten Geschwindigkeit mit dabei. Haben wir bei dieser Folge schön eine Runde Kohle gemacht. Momentan geben wir nichts aus, weil wir keinen Helfer und nichts laufen haben. Das ist super. Wie gesagt, wir werden jetzt hier die Vorgewende-Geschichte machen. Und wenn wir die hinter uns haben, lassen wir hier den Helfer arbeiten. Und dann kümmern wir uns um den Part mit den Hackschnitzer zu befüllen und dann gucken wir mal, ob wir da noch mit Hackschnitzel Kohle machen, was in Verhältnismäßigkeit da das Zeug rauskommt. Ne? Das ist ja immer so die Frage dabei. So, ja, aber ich sehe gerade, wir sind leider schon wieder am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Würde mich natürlich auch selber an Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen dann.